zusammen. Ja, ich bin heute endlich mal wieder auf der Falkenhöhe unterwegs und wollte mir mal anschauen, was es hier so Neues gibt. Und ich muss sagen, ich bin absolut baff. Die dritte Anlage ist bereits auch errichtet. Und was ich noch viel krasser finde, die anderen beiden Anlagen laufen schon. Das ist ja Wahnsinn. Die stehen jetzt gerade mal einen Monat und sind jetzt schon am Netz. Also da können sich echt manche Windparks mal eine Scheibe abschneiden, in welcher Rekordzeit die diesen Windpark hier hochgezogen haben und wie schnell die Anlagen am Netz sind. Also echt Hut ab. Gute Arbeit. Ja, beim letzten Mal hatten sie die zweite Anlage gerade fertig errichtet. Kran lag am Boden. Das war vor circa dreieinhalb, vier Wochen. Und letzte Woche hatte ich von der anderen Seite, vom Hohen Lochen aus, bei den EP3, gesehen, dass bei Anlage 3 zwei Turmteile stehen. Allerdings war es letzte Woche relativ stürmisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie die Anlage fertigstellen. Und ich dachte, da kann ich mir ein bisschen Zeit lassen und den Aufbau gleich noch ein bisschen beobachten. Tja, denkste, die haben richtig Gas gegeben. Echt krass. Ja, richtig cool sieht's aus, wenn die Anlagen laufen. Freue ich mich drauf, gleich mal das von nahem anzuschauen. Ja, es ist verdammt heiß heute, 27 Grad. Sind für später auch noch heftige Gewitter gemeldet. Deshalb dachte ich, ich nutze jetzt mal noch die Ruhe vor dem Sturm. Komm noch mal hierher. Ja, dann schaue ich mir das Ganze mal von nahem an. So, ich stehe jetzt hier noch mal etwas näher. Hier hat man noch mal einen tollen Überblick über das Trio. Ja, es geht leider relativ wenig Wind heute. Die Anlagen, die sich gerade eben noch gedreht haben, die trudeln jetzt so ein bisschen vor sich hin. Ja, bei Vestas, die schalten relativ schnell ab, wenn der Wind zu schwach ist. Wir haben auch eine höhere Einschaltgeschwindigkeit als Enercon jetzt zum Beispiel, als jetzt getriebelose Anlagen. Aber es geht auch einfach echt wenig Wind heute. Ja, was ich auch krass finde, habe ich am letzten Mal schon gedacht, die Anlagen stehen echt relativ nah zur nächsten Wohnbebauung. Also hier ist direkt so ein Bauernhof. Das sind bestimmt unter 500 Metern. Naja, aber die Anlagen würden nicht hier stehen, wenn es aus emissionsschutzrechtlicher Sicht da irgendwelche Einwände gäbe. Ja, dann laufe ich mal hin und stelle mich mal drunter. So, jetzt stehe ich hier auf einer Lichtung in der Nähe von der zweiten Anlage. Und hier sieht man jetzt schön, wie sie sich dreht. Als ich beim letzten Mal hier war, wurde sie gerade fertig errichtet. Da hätte ich echt nicht mit gerechnet, dass wenn ich das nächste Mal hier bin, dass sie dann schon läuft. Ja, ich schätze mal, die Anlagen laufen noch im Probebetrieb für einige Wochen. Werden wahrscheinlich noch ein paar Tests durchgeführt und so weiter. Aber trotzdem krass, dass sie schon laufen. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Im Schwarzwald habe ich jetzt einige andere Windparks begleitet. Da hat es sich ja echt unglaublich lange hingezogen mit der Inbetriebnahme. Also sogar mehrere Monate, fast bis zu einem Jahr. Das war schon außergewöhnlich. Aber das Projekt hier, das war echt beeindruckend. Also das haben sie echt wahnsinnig schnell abgewickelt. Der Aufbau ging super schnell. Und jetzt auch die Inbetriebnahme. Echt beeindruckend. Ja, sehr grazil sieht es aus, wie die Anlage sich dreht. Mit dem Riesenrotor. Richtig cool. Ja, aber an sich muss ich sagen, ist sie etwas lauter als jetzt die E138 EP3. Ist ja, glaube ich, generell bei Getriebeanlagen so, dass sie ein bisschen lauter sind als getriebelose. Aber immer noch relativ leise. Ja, ich wollte mich eigentlich mal direkt unten drunter stellen, aber da ist noch alles alarmgesichert, Kamera überwacht.
Da ertönt dann gleich ein Ton. Achtung, Achtung, bitte verlassen Sie die Baustelle. Und ja, ich will mich an die Spielregeln halten. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen näher rankomme, damit ich sie mal ja, von unten anschauen kann. So, jetzt habe ich es doch noch mal ganz nah an die Anlage herangeschafft. Jetzt stehe ich direkt unten drunter, außerhalb von der Baustelle natürlich. Und hier sieht man sie jetzt schön in voller Größe. Richtig cool sieht es aus, wenn sie sich dreht. Das finde ich immer cool bei Vestas, wie cool die Rotorblätter sich biegen im Wind. Ja, die Baustelle ist jetzt wieder relativ leer. Hier steht noch so ein kleiner Hilfskran, ein paar andere Gerätschaften. Hinten steht ein LKW, der wird einiges abtransportieren in den nächsten Tagen. Ja, da hinten sieht man jetzt die dritte Anlage. Bin ich mal gespannt, wann die sich endlich dreht. Wird wahrscheinlich nicht lang dauern. Und da hinterm Wald steht jetzt dann die erste, die auch schon läuft. Aber sie läuft echt richtig ruhig. Wenn man jetzt so direkt unten drunter steht. Es geht jetzt zwar nicht viel Wind, aber trotzdem sehr, sehr ruhig läuft sie. So, jetzt stehe ich hier bei der dritten Anlage. Gleiche Situation wie bei den letzten beiden Malen, als ich hier war. Kran ist runtergeklappt. Liegt am Boden und die Anlage ist fertig errichtet. Leider wieder zu spät. Hätte echt gerne den Aufbau noch ein bisschen beobachtet. Aber die waren schneller als ich. Naja, ist sehr gut, dass sie die Anlagen so schnell errichtet haben. Das ist ja schon echt bemerkenswert. Ja, eine vierte Anlage ist ja auch noch in Planung. Genehmigungsantrag ist eingereicht, glaube ich. Genehmigung schätze ich mal, wird dann Ende des Jahres erteilt und dann geht es hier nächstes Jahr mit dem Bau los. Vielleicht bin ich ja dann nochmal hier und kann dann den Aufbau etwas beobachten. Ja, heute ist Feiertag. Hier passiert heute nichts. Den Kran werden sie wahrscheinlich nächste Woche zerlegen und dann wird der die nächsten Tage und Wochen abtransportiert. Krass, ich habe ihn jetzt jedes Mal nur liegen sehen, nicht als er mal aufrecht stand. Naja, dann ziehe ich mal weiter. So, zum Abschluss sieht man die Anlagen hier jetzt nochmal richtig schön von Oberreichenbach aus. Von hier aus ist auch die Fotomontage gemacht worden, die man auf der Website sieht. Hier stand ich schon mal, als die erste Anlage fertig war. Ja, und so sieht es jetzt aus, wenn alle drei Anlagen fertig sind. Richtig cool sieht es aus. Ist auch echt gerade ein richtig schönes Licht. Bin richtig schön von der Abendsonne angestrahlt. Hier hinten geht gerade die Sonne unter. Da sieht man jetzt auch nochmal den Windpark Hornberg mit den FL 1000 E82 E115. Ja, ich habe jetzt den Aufbau hier ein bisschen begleitet. Gibt ja noch ein paar andere Videos auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne anschauen. Kanal gerne abonnieren. Ja, die ersten drei Anlagen sind fertig. Eine vierte Anlage ist ja noch in Planung. Die kommt dann hier weiter links hin. Nächstes Jahr, ja, vielleicht werde ich da nochmal vorbeischauen.
Ja, am Anschluss folgt wie immer ein kleines Drohnenvideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne wieder Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Windpark. Macht's gut und bis bald.